In Deutschland ist Alkohol leicht zugänglich und gesellschaftlich akzeptiert. Es wird zu vielen Anlässen getrunken. Wer Alkohol trinkt, fühlt sich entspannt und ausgelassen. Zu viel Alkohol ist mit Risiken und negativen Folgen verbunden. Das Urteilsvermögen sinkt und die Aggressivität steigt. Zu viel Alkohol schadet der Gesundheit. Daher ist es wichtig, nicht zu viel zu trinken. Ein geringes Risiko besteht, wenn Männer höchstens 2 Gläser und Frauen 1 Glas Alkohol am Tag trinken. Und es Tage gibt, an denen kein Alkohol getrunken wird. In folgenden Situationen darf man keinesfalls Alkohol trinken. Bei Krankheiten, wenn man Medikamente nimmt, im Straßenverkehr, auf der Arbeit, während Schwangerschaft und Stillzeit. Alkohol kann abhängig machen. Treffen kann es jeden. Alkoholabhängigkeit ist kein Zeichen von Schwäche und kein Schicksal. Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit. Anzeichen für Alkoholabhängigkeit können sein: starkes Verlangen nach Alkohol. Man braucht immer mehr, um eine Wirkung zu erreichen. Man kann die Menge, die man trinkt, nicht mehr kontrollieren. Auch das Verhalten ändert sich. Alles dreht sich um Alkohol. Familie, Freunde, Arbeit und Hobbys werden vernachlässigt. Es kommt zu Problemen und Streit. Es ist daher wichtig, seinen Alkoholkonsum zu beobachten. Hat man das Gefühl, dass der Alkoholkonsum ein Problem geworden ist, kann man sich an einen Arzt des Vertrauens oder eine Beratungsstelle wenden. Selbst Betroffene, Angehörige und Freunde erhalten dort Informationen und Hilfe. Die Gespräche sind vertraulich und kostenlos. Alkohol? Weniger ist besser.